Please welcome to the stage, Zayu. Vor zwei Jahren. Ein Event der Firma Adobe. Es war einer dieser Shows, wo sich Tech-Giganten selber zelebrieren. Einer der Ingenieure präsentierte die heißeste Neuigkeit. I jumped out of the bed and I kissed my dogs and my wife. Ein Programm namens Voco, das fähig sein soll, Stimmen künstlich nachzustellen und so den Inhalt beliebig zu manipulieren. Oh, yeah, it's them. Let's listen to it. And I kissed my wife and my wife. Die Behauptung? Anhand von wenigen Minuten Originalstimme kann das Programm jeden beliebigen Satz mit genau dieser Stimme nachstellen. And playback. And I kissed Jordan three times. Also die Sprachsynthese hat vor zwei bis drei Jahren da einen riesigen Quantensprung gemacht und hat jetzt auch erreicht, dass man individuelle Stimmen zum Verwechseln ähnlich synthetisieren kann. Es gibt einen Ausweg. Jede Stimme ist einmalig. Verschieden in ihrer Tonlage, in ihrer Tonmelodie. Gibt es noch, den wir machen können? Als mich der nächste Stamm an einer Schulter. Die individuelle Stimme zu imitieren ist für die Maschine etwas vom Schwierigsten, was es gibt, weil sie ständig variiert. Ich bin in Venedig geboren und habe einmal abgesehen von einigen Reisen die Stadt seit 60 Jahren nicht verlassen. Die Natürlichkeit der Stimme ist ganz stark durch die Variabilität bedingt, weil jedes akustische Signal neu ist. Ich kann als Sprecher gar nicht ein Sprachsignal dreimal exakt identisch produzieren. Geht nicht. Schon seit Jahrzehnten versucht man, die natürliche Stimme zu synthetisieren, mit wenig Erfolg. Die ersten Versuche machte man in den USA mit dem Vocal. Das erste elektrische Gerät, das Sprachlaute künstlich erzeugen konnte. Dieser frühen künstlichen Spracherzeugung ein Denkmal gesetzt, hat Regisseur Stanley Kubrick in 2001 Space Odyssey mit der Maschine HAL. I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, HAL? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Hello? Is anybody home? Aus dem Voder wurde dann der Vocoder, der Stimmen in Signale zerlegt, um sie künstlich herzustellen. But I know you. In 500 Meter nehmen Sie die Ausfahrt. Die künstlich hergestellte Stimme klingt bis heute maschinell, trotz modernster Rechenleistung. Für die Maschine ist es schwierig, dass jede Situation eigentlich eine neue ist. Jeder Satz ist neu. Alles, was ich jetzt produziere, habe ich eigentlich noch nie so vorher in meinem Leben gesagt. Ja, es ist also, wir haben jedes Mal eine neue Situation, die generiert werden muss. Und die besteht aus einer ganz komplexen Anzahl an Phänomenen, wie zum Beispiel, wie Sie schon sagten, Stimmtonhöhe, Stimmmelodie. Ja? Dann aber auch die Übergänge zwischen den einzelnen Lauten. Und darin verbirgt sich die ganze Komplexität. Und dafür ist es auch sehr, sehr schwierig, solche Prozesse nachzuahmen. This horse has more than one horsepower. But would you mind telling me who goes out? Doch nun versprechen neue Programme, wie die des kanadischen Startups Lyrebird, mit etwas Material einer Originalstimme jeden beliebigen Satz herstellen zu können. Phonetiker Delvo zeichnet 5 Minuten seiner Stimme auf und kann dann irgendeinen Satz eintippen. My name is Volker Delvo and I work at Zurich University. Bei dieser speziellen Methode versucht man nicht mehr die Stimme von Grund auf zu synthetisieren, sondern man hat ein Grundmodell von der Stimme. Und man berechnet eigentlich nur noch die Abweichungen, die ein individueller Sprecher zu diesem Grundmodell hat und modifiziert dann dieses Grundmodell entsprechend dieser Abweichungen. Und wie gesagt, man kommt da jetzt schon erstaunlich nah an eine individuelle Stimme dran. Plötzlich kann man jede Stimme einen beliebigen Satz sagen lassen, die sie in Wirklichkeit so nie gesagt hat. I am really sorry to tell you. But I had an affair with another woman. Ich habe jetzt mal einfach spaßeshalber das natürliche Signal daneben aufgenommen. Die können wir uns jetzt beide mal nebeneinander anhören. Jetzt erst das generierte Signal. I am really sorry to tell you, but I had an affair with another woman. Und jetzt das natürliche Signal. I am really sorry to tell you,
but I had an affair with another woman. Selbstverständlich ist es so, dass ein Teil unserer Identität dann generiert werden könnte. Und da sind alle möglichen Szenarien denkbar, von Fake News über Schuldzuweisungen auf Tondokumenten. Damit könnte man sie möglicherweise dann schon ganz schön in die Bredouille bringen. Verlieren wir die Stimme als eines der letzten Erkennungsmerkmale? Kann in Zukunft ihre Stimme gegen sie verwendet werden? Die Softwarefirma Lyrebird legt dem Ex-Präsidenten Obama schon mal ihre Botschaft in den Mund. Hi everybody. This night I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Lyrebird. They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. They only need you to record 1 minute of audio. This is just the beginning and they are working hard to improve the results. Nicht mehr lange. Dann können wir nichts mehr sagen, ohne dass es anderswo verwendet wird.